Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Und nachdem ich so viele Videos gemacht habe, dass gerade aktuell irgendwas schlecht läuft, meine 5 Fehler, gerade läuft es nicht, wie ich das verbessern kann, gibt es endlich mal ein Video mit dem Thema, warum es aktuell richtig geil läuft. Ihr habt die Highlights gesehen, ihr habt die Spiele gesehen und zurzeit bin ich einfach in der besten Verfassung, seit ich dieses Projekt gestartet habe. Es läuft endlich in den Spielen und ich weiß natürlich auch, dass jetzt eine Vorbereitung nicht dasselbe ist wie eine Saison, aber trotzdem muss ich sagen, so geil wie gerade lief es noch nie bei dem Projekt und es geht auf jeden Fall steil bergauf. Und jetzt würde ich sagen, zähle ich mal 5 Gründe auf, warum ich glaube, warum das aktuell der Fall ist, was mir mega gut tut, was ihr auch für euch übernehmen könnt. Und wir starten direkt mit dem ersten Punkt. Und zwar ist der erste Punkt der Punkt, der lange bei mir gefehlt hat, der vielen Leuten fehlt und der einfach das Wichtigste ist, wenn man auf den Platz geht. Und zwar Spaß am Fußball haben, wirklich frei aufspielen, im Kopf einfach Bock haben zu spielen, Tore zu schießen, Aktionen zu setzen. Und das sieht man natürlich bei den Spielen auch. Ich habe jetzt in den 5 Spielen, die ich euch gezeigt habe, mehr Tore geschossen als in dem ganzen Jahr davor. In eigentlich gefühlt dem ganzen Projekt, wenn man es hochrechnet, habe ich jetzt vorher nicht gemacht. Aber diese 6 Tore sind auf jeden Fall schon sehr, sehr geil gewesen. Und einfach dieses Spaß am Spielen, das habe ich wieder gefunden. Und wie ich das gefunden habe, gehe ich gleich noch darauf ein. Aber das ist einfach etwas, was mir mega hilft, auch als Offensivspieler, dass ich viel mehr Risiken eingehe, viel mehr Dribblings mache, Aktionen mache, auch mal schieße, wenn man vielleicht auch ein Mitspieler noch irgendwo steht. Und genau diese Aktionen haben einfach dazu geführt, dass ich jetzt einfach viel befreiter aufspiele, dass ich besser spiele und dass ich richtig drin bin in meinem Spiel. Egal welche Position das ist, egal welche Umstände das sind, egal welche Gegner. Ich habe einfach Spaß am Spiel und das ist das Wichtigste, was wirklich der erste Punkt ist, warum es gerade aktuell richtig geil läuft. Jetzt haben wir den zweiten Punkt und zwar Trainingslager. Letztes Jahr habe ich den großen Fehler gemacht. Ich habe 2 Trainingslager gemacht. Direkt vor dem ersten Vereinstraining, war im ersten Vereinstraining schon nicht mehr ganz regeneriert und habe mir dann irgendwann auch eine Muskelverletzung geholt, wegen der ich wirklich die ersten 3 oder 4 Saisonspiele komplett verpasst habe und auch nicht wirklich viele Testspiele gespielt habe. Dieses Jahr komplett anders, Trainingslager gehabt, eine Woche danach nochmal komplett nichts gemacht, wirklich nicht mal ins Gym gegangen, einfach zur Ruhe gekommen. Und das hat mir mega geholfen, dass man ins erste Vereinstraining geht und komplett regeneriert ist. Und das ist einfach was, was ich euch auch mitgeben kann. Vielleicht auch für die nächste Vorbereitung, vielleicht auch jetzt, wenn ihr merkt, ihr macht immer sehr, sehr viel. Das ist ja eine sehr gute Sache, aber wenn es dann ernst wird, einmal vielleicht eine Woche, 5 Tage, was weiß ich, komplett gar nichts machen. Das wird eurem Körper wirklich mega gut tun. Jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt und der Punkt geht auch natürlich in den ersten Punkt über. Der Grund, warum ich auch befreit aufspielen kann und mich im Spiel ein bisschen lockerer fühle, ein bisschen mehr riskieren kann, ist natürlich, weil ich jetzt in der Mannschaft bin, wo ich mich nicht ganz so krass beweisen muss, sage ich mal. Es ist jetzt die zweite Mannschaft. Wir spielen auch in der Bezirksliga, heißt selbe Liga. Aber trotzdem ist es eine Mannschaft, wo ich jetzt mal, auch wenn ich ein Spiel vielleicht einen Fehler mache oder so, nicht direkt aus der Startelf rutsche, kaum noch Einsatzzeiten sehe oder so, wie es bei Sölde 1 passiert ist. Sondern es ist einfach eine Mannschaft, wo ich viel mehr Verantwortung auch habe, wo ich gefragt bin, wo ich Stammspieler jetzt erstmal sein werde. So, das ist jetzt das, wonach es nach der Vorbereitung aussieht. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Das lässt einen viel befreiter aufspielen. Bei mir ist es zumindest jetzt so. Und auch dieses mehr Verantwortung zu haben, ist auch geil. Also das kommt mir entgegen. Es ist jetzt nicht so, dass ich auf dem Platz stehe und denke, ich wollte hier ein bisschen, sondern ich weiß, ich muss meine Leistung bringen. Meine Mitspieler sind auch so ein bisschen auf mich angewiesen. Natürlich als Zehner bin ich dafür verantwortlich, Tore zu schießen, andere Leute in Szene zu setzen. Es ist jetzt nicht so, dass um mich herum irgendwie schlechte Spieler wären oder so. Aber im Vergleich jetzt zu Sölde 1 oder zum Beispiel zu Oestinghausen, wo man Niklas Senk, Nick Weber hatte, denen man gefühlt einfach einen Ball aus 2 Metern in den Fuß passen konnte. Du hattest schon 3 Assists in dem Spiel oder so. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, ich habe mehr Verantwortung, ich habe aber dementsprechend auch mehr Aktionen, kann selber noch mal ein bisschen mehr in Szene gesetzt werden. Und das ist auch ein Grund, warum es jetzt offensichtlich besser läuft. Vierter Punkt, ich bin einfach endlich da, wo ich mit meiner Athletik sein will. Also das Athletiktraining, was ich jetzt wirklich 2, vielleicht 1,5 Jahre sehr gut durchgezogen habe, wo man auch immer bei dem Sprungkraftwert sieht, wie der nach oben geht, das hat jetzt endlich sich mal bezahlt gemacht. Also ich merke richtig auf dem Platz, wie diese Dynamik mir nochmal einen Vorteil gibt, wie ich dynamischer vor allem auf den ersten Metern bin als meine Gegenspieler. Und das ist halt das, was du als Offensivspieler auch einfach brauchst, weil es bringt nichts, wenn du geile Tricks kannst,
wenn du wendig bist, dann dir den Ball vorbeilegst und wieder eingeholt wirst. Und genau diese Dynamik ist einfach der Grund, warum es jetzt besser läuft. Was auch langsam meine Stärke wird, wirklich Richtungswechsel, schnelle, kurze Bewegungen, dann auf den ersten Metern davonlaufen. Und das müssen ja nicht die Topspeed 30 Meter sein als Zehner, sondern es reicht einfach mal dieser eine kurze Antritt, dass man freies Schussfeld hat. Und das ist ja bei ein paar Toren von mir auch genauso zu sehen. Und genau dieser Vorteil, den jetzt meine Athletik so langsam mit sich bringt, den wollte ich ja lange haben. Schwäche zu Stärke gemacht, würde ich sagen. Auch wenn die Arme noch nicht perfekt sind, auch wenn der Topspeed vielleicht nicht so hoch ist. Aber freut euch auf jeden Fall mal auf den nächsten Leistungstest. Der kommt so Anfang August auf jeden Fall online. Da beim letzten Leistungstest gab es Kamerafehler. Deswegen ist der noch nicht online für dieses Jahr. Aber Verbesserungen sind auf jeden Fall krass da, muss ich einfach sagen. Und das merkt man halt auch im Spiel. Fünfter und letzter Punkt, warum es aktuell geil läuft, den würde ich einfach als Erfahrung zusammenfassen. Ich habe jetzt mega viele Erfahrungen gesammelt in diesen ganzen 2-3 Jahren, wo ich dieses Projekt wirklich durchziehe. Habe 2 Herrenmannschaften kennengelernt mit krassen Spielern, habe wirklich viel gelernt, auch was meine Laufwege angeht, was das Spiel irgendwie gegen den Ball angeht, wie ich einen Ball festmache, wie ich in Zweikampf gehe. Also man muss sagen, das ist einfach alles irgendwie besser geworden und das sind einfach Erfahrungen, die ich jetzt über die Zeit gelernt habe und die so langsam sich halt auch gut umsetzen lassen. Also es dauert einfach immer so ein bisschen, bis man diese Sachen dann im Spiel umgesetzt bekommt. Erster Schritt ist immer, das zu verstehen. Zweiter Schritt ist im Training. Dritter Schritt ist dann im Spiel. Und jetzt so langsam sind diese Situationen, die ich früher gar nicht konnte, wirklich diese Zweikampfführung mit Griffigkeit, dieses Ballabschirmen, wenn man den Ball hat. Das sind so Sachen, die habe ich langsam gelernt. Als Zehner natürlich ultra wichtig. Ey. Und ja, genauso würde ich das als fünften Punkt zusammenfassen, dass ich einfach viele neue Erfahrungen jetzt habe, die sich so langsam bezahlt machen. Und das sind 5 Gründe, das sind die 5 Punkte, die mich einfach zurzeit besser machen, wo ich sage, es läuft endlich, es gibt geile Spielhighlights, es gibt geile Tore, die ich euch zeigen kann. Und genau das habe ich ja schon lange gewollt. Das war so das, was wirklich mir sehr, sehr wichtig auch ist, dass man, wenn man diese Spiele zeigt, dass man sagen kann, ey, klar, es gibt noch großes Verbesserungspotenzial, aber endlich läuft es mal, endlich setze ich Aktion, endlich traue ich mich ins Dribbling, endlich schließe ich ab, endlich gibt es diese Highlight-Clips und genau das ist sehr, sehr geil zurzeit. Und ich hoffe natürlich, dass es genauso auch in die Bezirksliga-Saison geht. Die Bezirksliga bei uns ist eine starke Staffel, gibt krasse Mannschaften, aber genau dafür lebt man ja, für diese Herausforderung, dass man sich mit diesen Teams messen kann. Und jetzt würde ich sagen, bin ich endlich bereit dafür. Danke fürs Zuschauen, Leute. Was glaubt ihr, warum läuft es aktuell geil bei mir? Und jetzt würde ich sagen, haut rein. Ciao.